Hallo liebe Zocker, liebe Zockerinnen und herzlich willkommen zurück zu Ortrack Simulator 2. Heute wieder auf der ProMod 227. Und wie ihr seht, wir sind noch eine sehr, sehr arme Firma. Wir haben noch keinen eigenen LKW. Wenn wir zur Bank gehen, dann sehen wir, dass wir momentan nur 100.000 aufnehmen können. Und ich hätte gesagt, kommt her, bis 400.000. Ich glaube, das müssten noch so zwei Aufträge sein. Dann dürften wir uns die 400.000 von der Bank schnappen dürfen. Und dann steigen wir auch in unser eigenen LKW ein und erkunden die Pro-Mods gemeinsam. So, das ist eine sehr, sehr späte Aufnahme. Ihr hört gleich im Hintergrund noch Maya. Maya ist gerade noch mit Karl auf der Ark unterwegs. Unser Langzeit-Community-Projekt. Und jetzt quatschen wir nicht, jetzt suchen wir uns schnell einen Auftrag und wir fahren mal noch ein bisschen. Es ist gerade aktuell 1.21 Uhr, wo ich die Folge aufnehme. Und dann schauen wir doch mal, was wir uns für einen schönen Auftrag heraussuchen. Ich würde fast sagen, Streckenlänge, Fall nach oben. Fall nach unten meine ich natürlich. Und dann geht es von den Niederlanden hoch nach Dänemark. Auf geht's! Es kübelt richtig, passend zu dem Wetter von heute Morgen, beziehungsweise eher von heute Nachmittag. Wir sitzen wieder in einem Volvo FH16 Classic. Das Modell ist uns ja sehr gut bekannt. Und ich würde sagen, wir starten. Wir fahren heute wieder mal ein bisschen faul. Wir fahren mit Automatik. Da müssen wir gucken, Scheibenwischer, die waren jetzt wo? Das war Tempomat, das war Licht. Hatte ich denn die Scheibenwischer überhaupt mehr irgendwo hingesetzt? Ich glaube nicht. Nee. Wenn, dann hat er sich nicht gemerkt. Gut, Scheibenwischer war glaube ich F? Nee, H wie Scheibenwischer? Ja, auch nicht. G? Geht ja schon wieder gut los. Scheibenwischer, wollen wir die mal uns noch schnell setzen. Scheibenwischer. Lichtmodi, Fanfare, Scheibenwischer. Machen wir das mal auf diese Taste. So. Und jetzt Handbremse lösen. Und los geht's. Wo geht's hier eigentlich raus? Ich glaube da hinten hin. Sehe ich das gerade richtig? Haben wir da einen riesen Gespann dran? Ach, du ahnst es ja nicht. Was haben die uns denn jetzt für einen Anhänger gegeben? Wie geil ist das denn? Ist das heavy. Schaut euch das an. Warte mal. Wir brauchen auf jeden Fall mal kurz ein Bild. Für unser Thumbnail. Das ist ja... Die sind ja ganz gar verrückt hier. Ein Gigaliner. Ist ja mal nice. So, na dann, Feuer frei. Boah, schaut euch das an. Ist das Hammer. Ey, wir sind Fahranfänger, ja? Und da geben die uns sowas an die Hand. Wir müssen ja Vertrauen in uns setzen. So, wir werden auch immer wieder mal so ein bisschen in die Außenperspektive gehen. Aber das meiste natürlich haben wir in der Innenperspektive. Ist ja auch ein Simulationsspiel. Und das auch bei Regen jetzt. Boah, ihr seid alle so krank. Schön. Also 650 Kilometer liegen vor uns und wir haben Post. Das ist nett.
Aber wir sitzen jetzt in einem LKW, da kann man keine Post lesen. Ich muss hier echt mal ein großes, dickes Dankeschön an die Community aussprechen, dass sie uns so toll bei den verschiedensten Projekten mit unterstützen. Kaufen sich extra ein Lenkrad. Ja gut, jetzt nicht nur deswegen, aber ich sag mal so, es gibt natürlich schon so einen Anreiz, ne? Und den haben sie für sich selber erkannt und haben gesagt, oh nee, da würden wir auch gerne mitmachen wollen und ja. Dann kaufen sich auch noch die besagten Spiele. Wie gesagt, gerade hier der Euro Simulator 2, euer Lieblingsphase-Simulator, wie ich es ja mittlerweile getauft habe. Es ist ja wirklich großartig, wie das bei euch ankommt. Eigentlich eher zu meinem Unverständnis, weil dann steigt lieber mit ein, fahrt mit. Also mein Angebot für den nächsten Stream vielleicht. Wenn ihr Lust habt, macht einfach mit. Und ja. Und dass ihr euch die Promos gewünscht habt, ja gut, ich meine, für mich auch überraschend. Aber mittlerweile, sagen wir so, was ich bisher so ein bisschen gesehen habe, und ich lasse mich ja nicht spoilern in dem Sinne, sondern ich versuche das alles mit euch zu entdecken. Und aber allein schon die Szenerie aus der Pilotfolge, was ist denn hier los? Hier ist Gras. Okay, hier liegt Gras herum. Interessant. Allein die Szenerie aus der Pilotfolge, der Flughafen in Frankfurt, sowas von detailgetreu, Respekt. Echt schön. So, ich glaube, wir gehen mal in den TV-Modus rein und boah, schauen uns dieses riesen Gespann an. Ich hoffe, der lässt mich. Oh, Freundchen. So. Eieieiei. So, 630 Kilometer liegen vor uns. Wir genießen die Fahrt und ich wünsche euch nun viel Spaß und ungeschminkte Unterhaltung. Ah nee, hätte ich ja vorher schon machen sollen. Aber ihr wisst ja, wie ich es meine. Ach so. 84. Ich habe mich entschieden, hier bei dem Promod die Speditionssoftware auszuschalten. Dennoch fahren wir natürlich nach der SDVO und natürlich auch mit Müdigkeitssimulation. Das wird uns ja so ein bisschen noch ein bisschen mehr fordern. Huha! Ein Schlagloch, da bremst jemand. Und ich bin gespannt, wann wir das erste Live-Event sehen werden. Ich werde dann auf jeden Fall vor der nächsten Promos-Folge versuchen, das Navi ein bisschen anzupassen. Hat er das ja bereits erwähnt. Und ihr habt mich ja gefragt, wie ich das gemacht habe. Das erkläre ich übrigens, oder habe ich schon erklärt, das kommt jetzt ganz drauf an, wann die Folge veröffentlicht wird, in unserem zweiten V-Live-Log. Oder Live-V-Log, so. Und rot, mitten auf der Autobahn ist eine rote Ampel. Wo gibt's denn sowas? Eieiei. Was macht der jetzt? Ah, der will ja abbiegen wahrscheinlich. Ne, will er nicht. Er will überholen. Ich fass es ja nicht. Aber wir müssen, glaube ich, auch auf die zweite Spur, auf die linke. Verlinken wir schon mal.
Lassen die mal vorbei. Ja, los, komm, fahr. Weil wir müssen nämlich auch dahin. Die sind aber ganz schön mutig hier mit uns, ne? Uns solche kleinen Gassen zu schicken. Verrückt. Einfach nur verrückt. Oh, die Ampeln sind aus. Gib Gas. Wir können uns auch übrigens überlegen, ob wir dann hier mehr die externen Frachten nehmen wollen oder ob wir die aus dem Frachtmarkt nehmen. Das wäre natürlich jetzt auch nochmal eine Idee. Ich würde trotzdem das Profil gerne mit Eurotrucks verbunden lassen, um einfach auch mal die Möglichkeit zu haben, in den externen Markt hineinzugehen. Aber wäre, und ich habe gedacht, wenn wir sagen, nee, Frachtmarkt wäre ja auch mal was Geiles, dann kann man irgendwie mal switchen. Ein bisschen zu schnell und komme gleich nach Deutschland. Das ist natürlich heftig mit Deutschland mit dem Gigaliner. Prost, Mahlzeit. Wer sich das nur ausgedacht hat. Schreiben wir erstmal aus. So, es ist 2:51 Uhr, das heißt,
Wir werden jetzt auf jeden Fall gleich Tag haben. Das ist schon mal angenehm. Wann würdet ihr sagen, fahrt ihr am liebsten? Oha, die wissen nicht, was sie hier tun. Rüber, nüber. Fahrt ihr lieber am Tag oder lieber in der Nacht? Das bezieht sich jetzt auf das Real Life sowie auf den ETS, ATS oder auch sämtlich andere Simulationsspiele. Könnt ihr mal gerne in die als Kommentar unter diesem Video preisgeben. Und ich glaube, den kriegen wir überholt. Auch wenn es verrückt ist, dass wir mit dem Jägerliner hier überholen, aber naja, warum nicht? Wenn wir plötzlich 80 fahren, dann fahren wir auch 80. Lass uns doch nicht ausbremsen hier. So, 80. Format rein. Radarkontrolle. Da kommt man sich ja vor wie auf der Nordschleife, oder? Wir holen ja einen nach dem anderen. Und das, obwohl wir so eine riesen Ladung haben. Um nochmal die Ladung zu sehen. Ich glaube, leider noch genug gesehen. Jetzt gehen wir wieder in das Bild. Es ist anspruchsvoll, so zu überholen, aber es macht auch Spaß, wenn man mal die ganze Maschine sieht. Den ganzen Zug vielmehr. Oder die ganze Kombination klingt besser. So, jetzt kommen wir hier, glaube ich, auf ein modernes Autobahnkreuz. Eine T-Kreuzung müsste das sein, ja. Er zieht ja nicht hier rüber, ey. Mehr Himmel und Angst. So, wir fahren ja bereits 80, das heißt, für uns sollte es kein Problem geben. Also ich muss sagen, ich glaube, die KI ist mittlerweile wirklich gut drauf.
Keine Ahnung, ob es an den Promods liegt oder ob das jetzt am Spiel selber liegt. Aber ich muss sagen, die KI verhält sich ja echt vorbildlich. Also echt mal Wahnsinn. So, noch 395 Kilometer. Ich bin immer überlegen, wie wir es eigentlich machen. Aber wollen wir immer eine Tour zu Ende fahren oder sollen wir die Tour nochmal untereinander unterbrechen, sodass wir die Videos vielleicht auf 17 Minuten runterkürzen können? Das ist ja so meine beliebige Aufnahmezeit. Und dann im Endeffekt könnten wir aber die Tour, sagen wir mal, an 2 Tagen veröffentlichen. Also mit 2 Tagen Abstand sozusagen. Oder alle 3 Tage. Sagt doch mal, wie ihr euch das vorstellt. Ihr merkt, ich möchte euch einfach so ein bisschen mit ins Boot nehmen und möchte mit euch da gemeinsam ja, schauen, wie wir das Beste gemeinsam erzielen können. Und keine Sorge, die Promods ersetzen nicht unsere lustigen Livestreams zum Euro Truck Simulator 2 oder American Truck Simulator. Da braucht euch gar keine Sorgen zu machen. Es soll einfach nur ein kleiner Zusatz sein, aufgrund, dass ihr es euch gewünscht habt. Denn ich selber wäre, glaube ich, gar nicht auf die Idee gekommen, die Promods hier live, also nicht live in Anführungszeichen, aber zu Let's Playen. Und was ich versprochen habe, jede 10. Folge von den Promods ist auch ein Livestream. Daher habt ihr es in der Hand, wie oft ihr die Folge sehen wollt, wie oft ihr davon einen Livestream sehen wollt. Ich bin mal gespannt, wie da die Reaktionen sind. Ich werde dazu auch wieder eine Umfrage starten, aber das werde ich dann noch in das Video hineinarbeiten in dieser Stelle. Das sollte dann nachher aufblenden. Und ja, schauen wir mal. So, wir überholen jetzt hier gerade eine Alfa Romeo, auch nicht schlecht. Ein Gigaliner überholt einen Alfa Romeo, was passt da nicht? Okay, der Alfa Romeo Fahrer hat wahrscheinlich keinen Sprit mehr. Das ist der einzige Grund, warum er so langsam ist. Apropos kein Sprit mehr, ich muss euch eine kleine Episode erzählen. Ich bin mal, keine Ahnung, wann das war, mit meiner Freundin auf dem Weg zu ihren Eltern gewesen und dachte mir so, komm Schatz, der Sprit reicht definitiv nur aus, wir brauchen erst am Zielort zu tanken. Mann, hab ich geschwitzt, sag ich euch. Ich habe sowas von Blut und Wasser geschwitzt. Ging gar nicht. Und noch eine andere Episode. Definitiv weiß ich, dass man das ist jetzt keine Werbung, sondern nur eine Tatsache. Ein 5er GT 535 Diesel mit einer Restreichweite von 4 Kilometern an die Tankstelle bekommt. Da habe ich noch schlimmer geschwitzt, sage ich euch. Ehrlich wahr. Also normalerweise, wenn ich das Ding einschalte, hätte der Sprit schon raus sein müssen. Also dann bin ich wirklich mit Ach und Krach bei Nacht und Nebel noch zu einer Tankstelle gekommen, weil ich einfach nicht aufgepasst habe. Und das viel Schlimmere: ich hätte gar nicht so weit fahren brauchen. Aber wenn man keine Ortskenntnis hat, ist das dann bescheiden. Wem ging es ähnlich? Schreibt es in die Kommentare. Und vor allen Dingen, was er noch mir an Informationen gerne mitgeben könnt, was ganz toll wäre: wie lange soll so ein Bohrmords-Livestream denn gehen? Die ganz normale Anzahl von 3 bis 4 Stunden oder 2 Stunden und dann nochmal 2 Stunden Multiplayer hinterher. Was ist da euer Begehr? Was ist euer Wunsch? Und währenddessen ich hier die ganze Zeit laber, laber und rhabarber, sind wir schon bei 295 Kilometer Restreichweite. Und ich glaube, die Sonne scheint, wir können den Scheibenwischer ausmachen. Ah, Punky. Ich sagte aus. Immer noch aus.
Danke. So, und es wird Tag. Die Sonne geht auf, die Sonne lacht. 5 Uhr 54. Nein, nicht in realer Zeit, sondern jetzt gerade Ingame-Zeit. Reell haben wir es gerade 1 Uhr 45. Und ihr fragt euch sicherlich, hey, wie ist er denn so gut gelaunt? Und die Polizei kommt auch noch. Uha. Vorsicht. Schönen guten Tag. So, wir sind auf der A1. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gemerkt. Ich bin ja gerade so dabei, ein bisschen den Kanal aufzuräumen. Das heißt jetzt endlich mal alle Videos, die wir schon gemacht haben, alle Livestreams zu kategorisieren, in die richtige Playlist hineinzustecken. Ihr werdet sicherlich sehr viele, ja, sagen wir mal, Informationen von YouTube bekommen haben, sozusagen so kleine, ja, hier kam ein neuer Livestream und beinahe hätten wir die Ausfahrt, beziehungsweise die Auffahrt oder die Weiterfahrt verpasst, keine Ahnung. Wie schimpft sich das eigentlich? Wir wären beinahe von der Autobahn abgefahren, obwohl wir noch draufbleiben müssen. So ist es richtig. So, ich glaube, wir gehen nochmal in die TV-Perspektive. Und da kommt ein Tunnel, daher gehen wir jetzt da raus und gehen hier auf diese Spur. Kreuz Lübeck sind wir gerade. Und ich glaube auch Lübeck ist einer der Städte, die in der 1.3.2, in der neuen Version vom Truck Simulator 2 hinzukommen sollen. Wenn ich mich täusche, korrigiert mich, aber ich glaube mich daran zu erinnern. Boah, Leute, ey, was machst du denn? Siehst du nicht, dass ich hier hin muss? Hättest doch rüberfahren können. Das wolltet ihr uns wieder fast ausbremsen. Gefährliche Situation. Aber auch solche Situationen sind mir real-life-technisch bekannt, muss ich ehrlich sagen. Denn vor nicht allzu langer Zeit bin ich noch knapp 150.000 Kilometer im Jahr gefahren und nein, ich war nicht Berufskraftfahrer. Aber bei 150.000 Kilometer im Jahr und vieles auf Autobahn, wahrscheinlich knapp mindestens 100.000, kann man sich schon so einiges immer wieder anschauen, Kopf schütteln. Aber ja gut. Da kann man sich das so ähnlich vorstellen. Man hat ein schönes Gefährt, hat Automatikschaltung, macht den Automatikgang rein und fährt seine Strecke ab. Dazu noch Tempomat mit Abstandsmessung. Was will man mehr? Wenn man schneller fahren will, muss man Tempomat und Abstandsmessung ausschalten, weil ab 180 Stundenkilometern sagen die Freundlichen, nee, nee, hier musst du selber die Steuer übernehmen. Was ja auch deutlich korrekt ist. Und ja, dann ist man halt mal von A nach B gefahren innerhalb kürzester Zeit und war zweimal tanken und wundert sich, dass man schon wieder tanken fährt, bevor man am Ziel ankommt. Also auch solche Episoden gibt es da durchaus. Hier kommt eine Baustelle, okay. Sollte man vielleicht mal ein bisschen langsamer fahren. Auch wenn wir hier wirklich durchbrettern sollen, aber das mache ich mal garantiert nicht, weil hier kommt genau die 50, die ich nämlich mir gedacht habe. Weil wir wollen immer nicht vergessen, dass wir hier einen Gigaliner haben und jetzt kommt eine kurvenreiche Straße. Ey, Leute, wollt ihr mich denn hier rollen? Aber ich glaube, im Moment schlagen wir uns ganz gut.
Uiuiuiui, gib alles. Hinter uns staut sich schon. Boah, herrlich. Schön. Kreisverkehr, seid ihr des Wahnsinns. So, wir müssen mit der Fähre noch ein Stück fahren. Mal gucken, wo ich hier durchfahren darf. Ja, wir müssen hier lang. So, da haben wir schon übergesetzt in Dänemark, in, oh Gott, Rübdehaven. Rübdehaven. Wird wahrscheinlich falsch sein in der Aussprache, aber gut. Wir haben es wenigstens versucht. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir hier runterkommen. So, 20 Stundenkilometer sind hier erlaubt. Ich gehe nochmal an das Bild hier. So, müssen wir schon schlafen? Ich glaube, das schaffen wir noch, ohne zu schlafen. Was für ein Gespann, ey. Hilfe. So, das heißt, wir gehen mal wieder auf die Innenperspektive und es geht weiter. Da war eine Kuh. Eine Muh. So. Wieder ein Stückchen Autobahn. Sind gerade auf der Eurostraße 47 unterwegs. Oder Europastraße. Und sind auch ein bisschen zu schnell, das heißt ein bisschen bremsen. 70 Stundenkilometer und weiter geht's. So, noch 127 Kilometer liegen vor uns.
Also was ich persönlich feststellen kann, ich denke mal, da liege ich auch richtig, der Kartenmaßstab müsste jetzt hier ein anderer sein. Wir nehmen jetzt knapp schon 35 Minuten auf, wobei, warte mal, 35 Minuten nehmen wir jetzt erst auf. 600 Kilometer, ich glaube, der ist gleich. Bin mir nicht ganz sicher, mir kommt zumindest länger vor. Vielleicht wisst ihr das. Ist der Kartenmaßstab der gleiche oder ist er durch die Promods ein bisschen angehoben? Und wir dürfen 80 fahren, das wollen wir auch mal machen. Wir sind ja schließlich kein Bummelzug. Es dürfen wir nur 70 fahren? Komisch. Jetzt wieder 80. Ach, wir bleiben bei 75, können wir nichts verkehrt machen. Die nächste Frage, die ich an euch habe, ist eigentlich, wollen wir bei den Promods ja, weitere Fahrer für das Unternehmen anstellen? Möchtet ihr das gerne haben oder sagt ihr, nee, lieber nicht? Weil ich muss ja persönlich sagen, irgendwie finde ich diese LKW-Fahrer, die arbeiten ja irgendwie nur in eine Richtung und zwar in unsere Geldtasche. Auf der einen Seite ist es ja cool, auf der anderen Seite finde ich es aber irgendwie auch cheaten. Deswegen habe ich mich im Online-Modus direkt dagegen entschieden, weil sonst würde ich ja irgendwann hier mit 300 Milliarden sonst was fahren. Das finde ich irgendwie immer so unrealistisch. So, wie geht es jetzt hier weiter? Hier gibt es auf jeden Fall ein Kreuz. Da muss ich erstmal aufpassen, dass ich mich jetzt hier nicht verfahre. Also ich würde mal sagen, wir müssen hier runter. Und dann irgendwie da rüber. Ich glaube, wir können jetzt gleich auf der Recht bleiben. So, 29 Kilometer nach. Kopenhagen liegt vor uns, da wollen wir aber glaube ich noch nicht hin. Wir wollen ja erstmal zu der Firma. Und ich darf gespannt sein, wie ich das Ding hier einparken soll. Ein Zügchen. Und da vielleicht auch nochmal ein kleiner Teaser. Ich möchte mit euch mal gerne eine Zugfahrt machen. Was ich damit meine, lasst euch überraschen. Demnächst mehr.
wird's kompliziert, glaube ich. Also wirklich genau hingucken. Ja, sehr gut. Guten Tag, junger Mann, wir kommen jetzt öfter. Ach du ahnst ja nicht ernsthaft jetzt in diese engen Gasse da rein. Ihr seid des Wahnsinns. Ah, sieht gut aus. Schön langsam. Dann wird's auch was. So, das war die erste Herausforderung. Und hinter uns staut sich's. Es tut uns leid. Ach, du ahnst es nicht. Wirklich hier rein. Irgendwo hier auf die Seite. Wo geht's denn hier rein? Soll ich mir jetzt auch suchen? Muss ich jetzt links oder rechts? Warte mal. GNT oder... schauen wir mal schnell. Ja, GNT. Nicht, dass wir noch in die falsche Firma reinfahren. Das wäre was. So, jetzt wird es natürlich extrem lustig. Ja, genau, Gegenverkehr kommt auch noch. Ach du Scheiße. Ja, habt euch mal alle Tassen im Schrank. Soll ich denn da das Ding da reinkriegen? Boah. Hilfe. So. Einmal hier rum. Wenn er einen halben Meter kracht. Ich glaube, es muss da irgendwie vorwärts reingepackt. Oh Gott. Ja genau, jetzt hat der auch noch sein Auto hier hingeparkt. Ey, ich krieg die Krise. Wie muss man denn nur ticken, dass er sein Auto hier parkt? Aber sieht zumindest alles bis jetzt ganz gut aus. Boah. Heavy. Heavy, heavy, heavy. Sieht aber bis jetzt, bis hierhin, eigentlich schon mal gut aus.
hoffe, das Spiel sieht das genauso. Schön langsam. Ja! Sauber. Sehr schön. So, wir gucken uns unseren Erfolg an. Der Auftrag war ausgezeichnet abgeliefert und wir sind Level 4 und Level 3 und fast Level 4, so rum. Wir gehen auf Fortfahren und wir gehen jetzt auf, ich würde sagen, hochwertige Fracht einmal. So, wir schon mal bei der Bank vorbei. Sauber. So, wir können uns also nun die 400.000 leihen. Ich würde sagen, komm, das machen wir noch schnell. Wir leihen uns noch schnell das Geld. Dann haben wir schon mal das erledigt. Und gucken mal beim Händler. Welcher LKW wird's denn werden? Bis jetzt haben wir nur MAN aufgedeckt. Wollen wir uns ein MAN als erstes kaufen? Oder besuchen wir weitere Händler? Wisst ihr was? Ich überlasse euch die Entscheidung. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht. Es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne wünsche ich euch nun alles Liebe, alles Gute. Euer Punky vom Team Punky Let's Talk. Bye, bye.